Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Tony Roy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. Kakaot, der Fernseher ist ein bisschen zu laut. Oh mein Gott. Ja, das sollte wieder der Anfang eines neuen Parts sein. So, und ja, ich würde sagen, wir machen da mal weiter mit Nebenquests. Und ja, wir haben ja noch die Quest mit Krillin, C18 und Maron. Ich hebe das nochmal auf. Boah. Ich möchte mal gerne andere Sachen bekommen, außer immer diese Geheimnisse von Erwachsene Setkrieger oder so was. Nein, ich will eine weiße Katze. Und sei doch bitte nicht so wählerisch. Hey Krillin, was ist denn hier los? Familienprobleme, das kenne ich nicht. Hey Son Goku, die kleine Maron ist total aufgelöst, weil ihr Lieblingsstoff, der ein riesiges Loch hat. Ich habe so lange Schildkröte versucht, ihr Plüschtier zu reparieren, kann ich ihr einen Ersatz geben, aber das war keine gute Idee. Naja, es ist ja auch ihr Lieblingsspielzeug. Mit meinen Latein am Ende. Wir haben einfach kein weißes Katzenplüschtier, das wir ihr geben könnten. Sag mal, Son Goku, könntest du so lieb sein und dir ein Katzenstofftier besorgen? Ein Katzenstofftier? Ja. Der knuffige Meister Quitte. Oh Gott, ich sehe, wohin das führt. Kein Problem, ich war kein Stofftier-Experte, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Son Goku, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Alles klar, dauert nicht lang. Warte, Son Goku, nur damit wir uns richtig verstehen. Das Plüschtier muss weiß sein. Ja, verstanden. Weiß. Mal sehen. Egal ob groß, klein, dick oder dünn, solange sie weiß ist, wird sie ihr gefallen. Eine weiße, ja. Wo finde ich nur eine weiße Katze? Warte mal, wenn alles Weiße irgendwie ihr gefällt, warum tut denn dieser Satz irgendwie ihr nicht gefallen? Was soll das? Außerdem ist Maron, glaube ich, rassistisch. Oh, stimmt. Ich will keine schwarze Katzen, ich will nur weiße. Was so? Krillin, wie erziehst du deine Tochter? Also, tut mir leid, dass ich dich so überfordert habe. Könntest du mit mir mitkommen? Legst du gerade ernsthaft vor, dass ich Ersatz für das Spielzeug eines kleinen Mädchens sein soll? Ja, komm schon, Meister Quitte, du willst Krillin und C18 einen riesen Gefallen tun. Ich werde kein Kinderspielzeug sein. Das dauert auch gar nicht lang. Trotzdem lässt mich der Gedanke daran nicht weniger erschaudern. Ach, jetzt kommt schon, Meister Quitte, sei doch nicht so egoistisch. Egoistisch? Du hast echt Nerven. Die Antwort lautet nein. Psst, ich verrate dir was, Son Goku. Meister Quitte hat eine Schwäche vor Pflanzen namens Miau-Minze. Wenn du ihm welche bringst, macht er alles, was du willst. Wow, wirklich perfekt. Danke, Yajirobe. Auf keinen Fall lasse ich mir die Chance entgehen, zu erleben, wie Meister Quitte als Spielzeug behandelt wird. Meister Quitte, wenn ich dir Miau-Minze besorge, spielst du dann mit Maron? Was? Oh, ja, ich stehst auf Miau-Minze, oder? Ich kann dir welche bringen, wenn du Krillin und seine Familie eine Weile hilfst. Hm, jetzt hast du mich am Wickel. Na schön, aber nur wenn du mir wirklich Miau-Minze bringst. In Ordnung. Alles klar. Oh, das alte Verknall macht also doch alles für Miau-Minze. Schwer zu glauben, dass er wirklich eingewilligt hat. Ach ja, Son Goku, wegen der Miau-Minze. Die wächst überall im Süden der Insel. Wenn du die Augen offen hältst, müsstest du welche finden. Im Süden, das ist wahrscheinlich beim Kami aus. Naja, wo auch immer, ich finde sie, bin bald wieder da. Gut, dann besorgen wir mal kurz den Stoff für Meister Quitte. Das klingt irgendwie so wie so eine Droge aus dem Dragon Ball Universum. Alter, aber jemand bin ich hier? Was für eine Quest bin ich hier reingeraten? Ich muss für eine rassistische Tochter irgendwie ein Plüschtier besorgen, aber dafür muss ich erstmal Drogen für eine Katze auftreiben. Was ist da für eine Quest? Was? Ja, da wird voll casual, voll normal und so, ne? Im Gegensatz zu den anderen Quests, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Oh nein. Oh, irgendwo da, alles klar. Da Busch. Geh weg. Boah, sind schon wieder in jeder Ecke Gegner. Wir sind übrigens auch so Berserker Gegner wie im letzten Part. Jetzt irgendwie weiß ich nicht. Ja, Genio Force ist da. So wie beim letzten Mal mit Zell und so.
So, okay, ist gut. Ja, toll. Folgt immer noch einer. So. So, die sind alle Level 86, Mann. Vor allem die Gegner, die sind alle Level 55. Das ist ja voll schwach. So. Miau Minze, wo finde ich denn das jetzt? Gegner tun voll hoch leveln, ey. Ja, voll kacke. Vor allem die bringen überhaupt nichts an Erfahrungspunkte. So, da wurde ich schon wieder entdeckt von irgendwas. Da rum, ich werde jetzt hier wieder voll lange rum eiern, bis ich das finde. Ne? So, warte, da war was. Da, wie das ich. Ja, verstehe zwar nicht, aber egal. Ich muss die Meisterquitte bringen. Und zum Glück werde ich manchmal automatisch wieder zurück teleportiert irgendwo, ne? Gut, 8 Minuten, weiß ich nicht. Geht doch noch. Meisterquitte, ich habe den Stoff. Hey, Meisterquitte, ich habe den Stoff. Oh, gut gemacht, Son Goku. Offenbar hast du was von dem richtig guten Zeug gepflückt. Oh, oh, oh. Okay, dann gehen wir mal lieber. Uns läuft die Zeit davon. Oh, ich hatte gehofft, dass du was vergisst. Na gut, bringen wir es hinter uns. Okay. Also jetzt 10 Minuten die Quest erledigt. Geht doch noch, glaube ich. Vielleicht starte ich auch ein bisschen. Ich weiß nicht. Habe ich eigentlich keinen Bock. Ja, wenn ich so lange gesucht, ne? Mal schauen. Hey, mal und guck mal, ich habe da ein weißes Kätzchen mitgebracht. Krass, ist aber ein großes Kätzchen. Denk daran, Meisterquitte, du bist ein Stoff, der also nicht sprechen wollte, dich verwegen, okay? Dessen bin ich mir bewusst. Man hat endlich aufgehört zu weinen. Danke, Son Goku. Aha, ja, jetzt hast du uns echt geholfen. Das ist eindeutig Meisterquitte. Unglaublich, dass Son Goku ihn dazu gebracht hat, mitzuspielen. Ha! Umf! Hey, nicht so wild mehr, sonst bekommt dieses Kätzchen auch noch ein Loch. Okay, Papa. Ich habe mir gedacht, für ein paar Lacher wäre es gut, aber das ist noch viel, viel besser. Ich hoffe, Meisterquitte hält das durch. Wenn das so weit geht, muss ich auch noch geflickt werden. Und dann die Schildkröte fliegt endlich Mauns Spielzeug und Meister Quittes Zeit als Büscher scheint sich dem Ende zu zeigen. Allerdings, das ist auf jeden Fall ein Problem. Nein, das Kätzchen gefällt mir viel besser. Das ist doch wohl ein Witz. Maron mag Meister Quitt, ich meine, das neue Stoffte mehr als ihr altes. Ach so, das war ihr altes. Okay, sie schaut ihr altes nicht mal an. Und das, nachdem ich mir die ganze Mühe gemacht habe, es zu flicken. Son Goku, ja, Jirobe, hilft mir jemand. Ich glaube, das neue Stoff ist genauso glücklich wie Maron. Man sieht sofort, dass es gar nicht mehr aufhören will, mit dir zu spielen. Wie konntest du nur, ja, Jirobe? Tja, Maron, es tut mir wirklich leid, aber ich muss das Kätzchen jetzt zurückgeben. Ich bringe es irgendwann noch mal vorbei, aber heute muss es nach Hause, okay? Und du versprichst, dass es wieder vorbeikommt? Ja, natürlich, versprochen. Okay, tschüss, Kätzchen, lass dich mal wieder blicken, okay? Alle Biaumins auf der Welt könnten mich nicht dazu bringen, das noch mal zu machen. Ja, darauf warten wir noch mal. Ja, warte mal. Gut. Danke, das ist uns wirklich viel bedeutet. Ja, ich glaube, Meister Quitte hat nicht weniger Spaß als Maron. Bist du verrückt? Oh, mein Rücken, mein Schweif bringt mich um. Wow, Mann, ich werde den Anblick nicht vergessen, wie Maron Meister Quitte als Spielzeug benutzt hat. Schön, okay, dann war die Quest erledigt. Gut gemacht, Team. So, das Spiel hätte mir jetzt auch nicht irgendwie eine Benachrichtigung geben können, dass hier irgendwas ist. Ne, guck mal, wer da ist. Und ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum ich diese Mission hier habe. Ne? Und ich Trunks dafür brauche. Ich bin sogar schon in Links Capsule Corporation reingegangen. Aber ja, irgendwie ist da nie was passiert, wenn ich da mit Bulma geredet habe. Und jetzt sehe ich hier, dass der hier wartet. Was zum Teufel soll das?
Tada, ich habe eine eigene Zeitmaschine gebaut und Trunks ist der Zukunft zurückgeholt. Freut mich, dich wiederzusehen. Du hast mich ziemlich kommentarlos hierher gebracht. Brauchst du bei etwas meiner Hilfe? Nicht wirklich, ich wollte dich nur sehen. Was? Wieso die Aufregung? Du bist vielleicht aus der Zukunft, aber du bist trotzdem noch mein Sohn. Aber wenn du mich nur sehen willst, hättest du das auch in meiner Zeit gekonnt. Was redest du da? Dir gefällt's doch hier, oder? Ich habe eine Menge Aufwand betrieben, um dich herzuholen. Du könntest dich zumindest bei deiner Mutter bedanken. Ich weiß nicht, ob ich gerade wirklich Dank sagen will. Nun, du bist jetzt hier, also entspann dich. Wir haben uns eine Menge zu erzählen. Okay. Komm, na los, komm rein. Du kannst jetzt als Trunks der Zukunft spielen. Trunks aus der Zukunft, bitte. Ah, okay. Ich nehme an, jetzt kann ich diese Mission machen mit... Ist wahrscheinlich Level 50 oder so. 45. Unglaublich unterlevelt. Dreck, ey. Ja, ist ein bisschen doof jetzt, ey. Super. Na gut. So, jetzt habe ich noch einen Charakter, den ich hochziehen muss. Erstmal wieder alles hier lernen. Okay. Ich glaube, Trunks hat man nur einmal während der Story gespielt, ne, im Kampf gegen Mecha Freezer. Der Kampf zwischen Buff Trunks und Cell wurde ja ausgelassen, also ja. Stehe ich nicht. Ja. 60, das dauert alles nur so lange. Ja, versuchen wir mal direkt die Quest zu machen. Mit ihm. Ja, machen können. 50. Hey Buddy. Eines Tages wirst du stark genug sein, um gegen Bu anzutreten. Ja, genau. Was ist mein Schwert? Was soll das? Egal, jetzt müssen wir eine Mission machen, die Voraussetzung Level 50 ist. Das wird ein Spaß. Ich wünsche, man könnte irgendwie einen Charakter immer nur hochleveln, weil die ganze Zeit, während ich versuche, meine Charaktere hochzuleveln, die holen überhaupt nicht auf. Son Gohan habe ich schon die ganze Zeit nicht in meiner Gruppe, ne? Und der ist immer noch irgendwie 4-5 Level höher als Son Goku. Ich krieg die einfach nicht hochgezogen, ja. So, hi, Mom. Was ist auch für eine Mission? Ach, Mutter? Hm, was gibt's denn? Ja, ich bin doch nicht wirklich wegen Hilfe hier. Eigentlich hat meine Mutter in der Zukunft mich gebeten, etwas für sie mitzubringen. Vielleicht kann meine Mutter in der Gegenwart mir dabei helfen, es zu finden. Einsamer Wächter. Ja, ich wollte dich etwas fragen. Super, was auch immer es ist, ich mach's. Aber wirklich, ich habe da noch gar nichts gefragt. Hey, ich schlage meinen Sohn nicht aus, also los, frag ruhig. So ist sie halt, meine Mutter. Also ich würde gerne Samen für eine Pflanze mitnehmen, die in meiner Zeit ausgestorben ist. Meine Mutter, du aus der Zukunft, hat mich gebeten, sie mitzubringen. Sie will sie abbauen, weil sie so nährstoffreich sind. Ach ja, welche Pflanze geht es? Eine Magidemie. Eine Magidemie? Die ist nicht leicht zu finden. Sogar in dieser Zeit ist sie schwierig zu finden. Sie wächst an einem besonderen Ort. Das habe ich befürchtet. Aber ich kann in meiner Datenbank herausfinden, wo... Moment. Oh, okay, danke. Der Standort der Magidemie wurde auf der Karte markiert. Du sollst sie in diesem Wald finden können. Du weißt ja schon, dass du vorsichtig sein sollst, oder? Jawohl. Jawohl. Meine Mutter. So, ja. Nördliches, was schon da? Nördliches Gebirgebereich. Zum Glück habe ich eine Aufnahme immer. Die mir halt immer... Bei der alles immer so ein bisschen zeitverzögert angezeigt wird, ne? So kann ich halt eigentlich nicht verpassen. Also gut. Jetzt tun wir mit einem unglaublich unterlevelten Trunks mal durch die Gegend cruisen und versuchen irgendwas zu reißen. Und ja, wird nicht gut ausgehen, habe ich so Gefühl. Chaozu und Tenshinhan sind sogar höher gelevelt. Das ist ein bisschen traurig. Und die ganzen Gegner, die hier rumfliegen, sind natürlich auch viel zu stark. Wenn ich in einen von denen reinrenne, bin ich mehr oder weniger tot, habe ich so Gefühl. Hey, Namen.
Oh. Ha, ich habe mich schon gewundert. Oh Gott, oh Gott. Ich habe mich schon gewundert, weil den haben wir auch noch nicht als Medaille, Abzeichen, was auch immer. Mal kurz sein Auto kaputt gemacht. Er hat ja nichts dagegen. Da wird ein lustiges Wiedersehen. Moment, ist das C17? Du bist Trunks, oder? Ja. Ich will fragen, was du hier tust, aber ich bin froh, dass du da bist. Hä? Kämpfen wir. Ich will deine Kräfte schon lange auf die Probe stellen. Du willst gegen mich kämpfen? Sie sind Cyborgs in der Zeit. Sind Cyborgs in dieser Zeit auch grausame Killermaschinen? Was willst du denn damit sagen? Du kennst sie doch schon. Hm. So. Oh Gott, da hat viel Schaden gemacht. Okay. Oh Gott. Warte mal. Ich mache wenig Schaden, habe ich so gefühlt. Erstmal die Haare machen. Das habe ich auch fast gar nichts abgezogen. So, komm mal her. Mein Gott, die machen echt mehr Schaden als ich. Da! Er hat da gar nichts abgezogen. Oh. Versuch mal, das zu absorbieren. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen leveln sollen mit Trunks vorher, bevor ich die Mission angenommen habe, ne? That feeling, when Tenshin An und Chaozu stärker sind als du. Ich glaube, wir haben Schuh ist sogar stärker als Trunks im Moment. Oh. Was war das Schwert rausgeholt? Oh mein Gott, ich mache ja gar nichts an Schaden. Kuho! Daneben, oder auch nicht. Hey, gibt's nicht, ey. Komm mal her. Zum Glück habe ich so viele Sachen schon irgendwie auf Maximum irgendwie. Future Kick. Ja. Wann hat er den Angriff eigentlich eingesetzt? Das ist auch irgendwie so ein Markenangriff von dem, finde ich Spaß da. Kann mich gar nicht erinnern, was der nochmal ist. Na komm. Die machen mit einem Schlag mehr Schaden als ich. Ey. Mit einer ganzen Kombi. Boah. Ja, ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Ey. Future Kick. So, jetzt brauche ich aber eine Menge Erfahrungspunkte. Ich habe das nicht genug. Trunks, ein Level habe ich bekommen. Nicht übel, Trunks. Gleichfalls, du bist viel stärker als früher. Du meinst stärker als mein Zukunfts-Ich. Oh, ja. Entschuldige die spontane Herausforderung. Wenn du hier bist, hast du meine Schwester und mich in der Zukunft schon zerstört, oder? Ich wollte deine Kraft mit eigenen Augen sehen. Oh, okay. Ich dachte, du hältst dich zurück. Ich dachte, du hältst dich zumindest etwas zurück. Oh, naja. Entspann dich. Bei deiner Zukunft kann man es dir nicht verdenken. Aber das ist deine Zeit, nicht meine. Also geht das mich nichts an. Ja, vielleicht hast du recht. Die Cyborgs, die ich kenne, sind anders als du. Was machst du eigentlich hier genau? Ich bin Förster. Ich kümmere mich um Pflanzen und Tiere. Was? Ich habe mir nie vorstellen können, das zu tun. C16 schon, aber ich... Bist du hier draußen alleine? Ich
wirst du hier draußen nicht einsam? Oh, das stellst du dir falsch vor. Ich wohne nicht allein. Du wohnst mit jemandem zusammen? Naja, ich bin verheiratet. Was? Aber er ist überhaupt nicht wie 17 aus meiner Zeit. Er ist wie eine andere Person, sobald ist er denn verheiratet. Ich hätte mir wohl keine Sorgen machen müssen. Ich kann mir jetzt 17 schlecht verheiratet vorstellen. Ach stimmt. Was ist los? Ich bin hier, um Magidemin-Samen zu finden. Magidemin-Samen? Ja, in der Zukunft sind sie ausgestorben. Alles klar, warte einen Moment. Hä? Hier, das sind sie, oder? Danke. Warum hast du sie extra für mich geholt? Für gewöhnliche Personen ist das nicht gerade einfach zu finden. Oh, verstehe. Also, wenn du hier fertig bist, musst du gehen. Ich habe noch zu tun. Zeigt er sich um einen Wald kümmert? Ich will es zu meiner Zeit auch bald wieder so grün. Okay, ich muss gar nicht zurück zu Wohlmau, alles klar. Gut, haben wir auch die 17 jetzt, ne? Ja, hätte mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Gut. Und ja, dann sehen wir uns ja nächste Quest. Hoffentlich bin ich damit Trunks ein bisschen überlevelt. Wahrscheinlich nicht. So, da hinten sehe ich ein paar Hilfeschreie. Also komm, retten wir mal, wer auch immer da schon wieder ist. Und ja, wir wissen natürlich, wer es ist. Und Hallöchen, du schon wieder. Bitte rette mich, diese Freaks sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Die schon wieder. Andauernd angegriffene Dorfbewohnerin. Jetzt kämpft ihr gegen mich, gebt euer Bestes. Das war in der Schrei. Oi! So, wir machen nicht mal ganz schnell fertig. 78. Das sind Rosé-Pflanzenmänner. Wow, schon tot. Voll auf die drauf geballert, ey. So, noch mal ganz schnell hier. Ein Schwanz natürlich dabei, damit ein bisschen hochlevelt. Und das war's. Das ist. Da hat ja gar nichts an Erfahrungspunkte gegeben. Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Oh, vielen Dank. Ich dachte schon, das wär's gewesen. Hey, Moment mal, bist du was von Goran? Ja, ich bin es lange nicht gesehen. Um Himmels Willen, wie groß du geworden bist und auch noch so hübsch. Haha. Du wirst also immer noch angegriffen, was? Es nimmt einfach kein Ende. Warum bin ich eine Zielscheibe, wenn ich Essen dabei habe? Ich habe doch nur erstklassige Zutaten für eine leckere Mahlzeit dabei. Wahrscheinlich wirst du deshalb angegriffen. Sie dürften hinter deinen erstklassigen Zutaten her sein. Die werden sie aber nicht mit ihren schmutzigen Fingern bekommen. Ha, ich muss dann mal los. Viel Glück beim Kochen. Halt, du darfst doch nicht gehen. Ich muss dir noch für meine Lebensrettung danken. Bitte nimm das. Oh, wieder ein reales Rezept. Was? Bist du ja auch ganz sicher? Natürlich, bitte nimm das ruhig. Damit kannst du dir was Leckeres kochen. Danke. Ich werde aber nicht derjenige sein, der daraus was kocht. Wir sehen uns, Songwan. Wir sehen uns. Hm, davon gehe ich fest aus. Okay, das war relativ schnell. 2 Minuten. Okay. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Quest direkt mit der in der Warteschleife. Jawohl, Trunks. So, oh, langsam wird's echt ein bisschen weniger hier. Südliches Gebirge bei schon wieder? Ich bin doch schon hier. Bist du sicher, ich muss dich noch mal retten? So. Weil ich schneide einfach trotzdem, was soll's. So, ungefähr 5 Minuten später schreit schon wieder jemand um Hilfe. Ich frage mich, wer das sein kann. Guck mal, hier ist voll viel Energie und dann sind schon wieder wahrscheinlich genau die gleichen Viecher, ne? Hi, bitte rette mich, diese Freaks sind einfach mitten aus nichts ausgetaucht. Da hast du gerade genau gesagt, ey. Und dann plötzlich angegriffene Dorfbewohnerin. Der sagt auch das gleiche. Was? Mich irgendwie am Mad Mario. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Denkst du, ich habe mich schon mit genug Mist zu arbeiten? Ich als verkackter Klempner. Ich habe so viele verkackte Pflanzenmänner getötet. Gott, wenn ich nur noch eine sehe. Gott, beschissene Viecher. Das so ein Gorn wird voll aggressiv. Hi.
Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Na, danke. Du hast dich schon dran gewöhnt, oder? Ich wusste, dass du das Wasser geworden. Du hast mir schon wieder das Leben gerettet. Schön, dich wieder zu sehen. Weißt du was? Ich glaube, ich muss jetzt das Handtuch werfen. Hm? Das Handtuch werfen? Du hilfst mir doch immer, wenn ich angegriffen werde, oder? Dann schenke ich dir Zutaten und Rezepte. So werden meine Gerichte noch bekannter. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich koche wirklich gerne, aber ich weiß auch, dass ich mein Wissen weitergeben muss. Man kann wohl behaupten, dass mir das dadurch gelungen ist, dass du mir hilfst, wenn ich angegriffen werde. Zumindest denke ich das. Wow, du bist wirklich Köchin mit ganzer Seele. Vielleicht sollte ich dankbar sein, dass ich so häufig angegriffen werde. Ja, du weißt, wie der Hase läuft. Hier sind deine Zutaten und Rezepte. Danke. Viel Spaß damit, okay? Die Frau hat echt Persönlichkeit. So viel steht fest. Chip. Okay, das war die letzte Mission mit der, aber ne, glaube ich. Und boom, Tension an, jawohl. Mir fehlen trotzdem immer noch voll viele Rezepte. Ich weiß gar nicht, wo ich die herkriege. Wir haben da irgendwie so 20 Rezepte oder so irgendwie so. Warte mal, wir sind doch ja gerade bei Son Gokus Haus, ne, in der Nähe. Wo wohne ich noch mal? Da unten. Oben. Dann gehen wir mal zu Son Gokus Haus, ne? Ich habe wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich der irgendwie hier eine Quest erledigt habe, ein Rezept bekommen, ne? Ich weiß nicht, wie oft wir die gerettet haben, 5-mal ungefähr, glaube ich. Jetzt gehen wir mal hier rein, ne? Und dann sage ich euch mal, wie viel mir noch fehlen. Also letztes Mal, als ich da geguckt habe, mir jedenfalls noch viele gefehlt. Nee, nicht hier. Komplettes Menü hier. Guck mal, wie viel mir noch fehlen. Keine Rezepte. Wo gehe ich die denn her? Weiß das nicht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich die erstmal herstellen oder so. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, wie man die kriegt, ehrlich gesagt. Also. Sollte vielleicht auch mal übrigens öfter machen. Status plus 20.000 TP. Und diese Sachen sind übrigens permanent. Also wenn ich dann einmal koche, dann habe ich da immer. Mit jedem Charakter. Also ja, sollte ich vielleicht auch mal machen. Aber was soll's. Gut, wollte ich jetzt noch mal zeigen. So, wir sehen uns in der nächsten Quest. Nächste Quest. Müssen immer noch Son Gohan spielen. So, hier, was geht. So sieht sehr unwichtig aus. Das ist nicht gut. Ich brauche Hilfe. Wenn es nur einen Helden wie den großen Saiyaman gäbe, über den ich Gerüchte gehört habe. Du da, du hast kein kleines Mädchen gesehen, oder? Nein, ich glaube nicht. Oh, was soll ich nur tun? Stimmt was nicht? Ich kann meine Tochter Ramu nicht finden. Ach, das ist ja furchtbar. In letzter Zeit kursieren furchtbare Gerüchte in der Stadt. Die Leute sagen, dass im Dorf seltsame grüne Monster aufkreuzen, und zwar echt viele. Grüne Monster, und zwar viele. Da meint er definitiv nicht Piccolo. Und sie stehlen den Leuten ihre Pflanzen. Oh nein, ich wette, eine dieser grünen Kreaturen hat meinen Ramu entführt. Dann hole ich die mal zurück. Seltsame Gefahr. Noch mehr Pflanzenmänner verdreschen. Wo könnte sie sein? Okay, ich kann dir bei der Suche nach deiner Tochter helfen. Ich habe eine Tochter. Wirklich? Danke, vielen Dank. Also gut, ich suche ihr weiter. Suchst du weiter südwestlich von ihr? Südwestlich, klar, ich gehe dahin und suche nach ihr. Genau da bin ich zu finden, pass auf. Verdammt, wäre er nur südwestlich gegangen, ne? So. Dann gehen wir mal da und retten, wie auch immer das sein soll. Hat wahrscheinlich irgendwie mit dieser Pflanzen mit der Quest zu tun, die Son Gohan auch irgendwie dutzende Male schon gemacht hat. Hey, da ist ein Auto. Ja, das Wasser ist egal. Wir müssen jemanden finden. Hallo, das ist wichtig. Hi. What? Autsch. Okay, das sollte genügen. Mach jetzt mal langsam. Dann sollte bald alles wieder normal sein. Oh, ich habe so ein Gefühl, ich weiß, wer das ist. Das ist dieser eine Namekianer-Junge aus der Freezer-Saga, ne? Also danke, den wir mit Son Gohan mal eine Quest gemacht haben. Du warst wirklich stark. Ich bin beeindruckt. Vor allem, wenn ich diese Mission nicht gemacht hätte damals, ne? Dann hätte ich doch jetzt diese Mission nicht machen können, oder?
weil ich kann jetzt nicht irgendwie noch mal kleiner werden oder so mit Son Gohan. Also wir hätten funktionieren können. Name Kiana, ich dachte Piccolo und Dende wären die einzigen, die noch auf der Erde sind. Was? Warte. Du bist Son Gohan. Son Gohan, bist du es? Moment, Necke? Ja, ich bin's. Ha, lang nicht gesehen. Was machst du hier auf der Erde? Bist du nicht mit den anderen zurück nach Neu-Namek? Ach ja, das. Ich habe die anderen gefragt, ob ich hier auf der Erde bleiben kann. Was? Wirklich? Also ich brauche ja nicht nur Wasser zum Überleben, oder? Ich dachte, dass es auf einem Planeten wie diesen mehr zu essen gibt. Ach ja, stimmt, das ergibt Sinn. Wer bist du denn? Ach richtig, du bist Ramu, oder? Ja, warum fragst du? Wusste ich's doch. Necke, du hast dieses kleine Mädchen nicht entführt, oder? Entführt? Wie kommst du darauf? Nein, diese Person hat mir geholfen, als ich mich verlaufen und mir wehgetan habe. Ja, ich entführe doch niemanden. Ja, natürlich nicht. Ich habe mich wirklich bemüht, Kontakt mit Erdlingen zu vermeiden. Warum das? Sieh mich doch an. Hätten die meisten Erdlinge nicht Angst vor jemandem mit grüner Haut und Antennen? Allerdings zeigt Piccolo sich ziemlich oft in der Öffentlichkeit, also vielleicht nicht. Aber als ich sah, dass das Mädchen verletzt war, musste ich etwas tun. Du hast mir beigebracht, dass es richtig ist, Leuten in Not zu helfen. Ach ja, da erinnerst du dich daran, was? Ja. Also wir sollten die kleine Ramu lieber zu ihrem Vater zurückbringen. Er macht sich furchtbare Sorgen um sie. Bis dann und eine sichere Rückreise. Was? Ich will nicht ohne Necke zurück. Was? Aber ich... Nein, ohne Necke gehe ich nicht zurück. Sie scheint dich wirklich zu mögen. Du musst wohl mitkommen. Warum sollten Leute Angst haben? Es gibt so viele merkwürdige Gestalten in Dragon Ball. Also, ich verstehe. Wow. Ja, siehst du, er ist kein Monster. Also ich bin dir dankbar, dass du meine Tochter aufgepasst hast, aber ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Papa, du vertraust Necke nicht. Das ist nicht süß. Es sind nur auch viele andere seltsame grüne Leute unterwegs, also... Ich spüre Ki, ich sollte mich in der Nähe vom Dorf umsehen. Warte. Was ist Son Gohan? Warte, ich muss da was etwa prüfen. Sieh dich besser um, es könnte etwas in der Nähe sein. Okay, machen wir das noch. So, na, Kampf auf der großen Brücke. Hi. Ich will eigentlich landen. Oh, die sind unter der Brücke. Oder da, boah, wie habe ich die schon wieder verpasst? Hi. Ja, das waren also die seltsamen grünen Leute, von denen er geredet hat. Es sind zu viele. Seid für den Ärger im Dorf verantwortlich, nicht wahr? Das ist nicht so, dass ihr Necke die Schuld zuschiebt. Ich mache dem jetzt ein Ende. Ah, ich bin viel zu stark für diese Quest. Das geht mir aus dem Weg. Mein Gott. Puh, das sollte alles sein. Ich sollte lieber zurück zum Dorf. Hä? Joak. Hört auf, ich lasse nicht zu, dass ihr den Leuten ihr wehtut. So eine Necke. Ja. Son Gohan. Weg da. Oh, das hat sie nicht getötet. Schade. Oh, du auch. Okay. Das macht echt so wenig Schaden. So. So geht's doch viel besser. Jetzt seid ihr alle sicher. Danke, Son Gohan. Es tut mir so leid. Was? Wo wir an dir gezweifelt haben, hast du uns trotzdem beschützt. Irgendwie sieht Necke so aus, als wäre er irgendwie voll high mit seinen weiten Pupillen irgendwie oder Bildschmerz nur ein. Wie können wir dir jemals danken? Yeah. Ich habe doch nur das Richtige getan. Auf diesem Planeten hilft man sich gegenseitig aus der Klemme. Ich war Son Gohan.
Ha, so ist es. Danke, du bist nicht nur tapfer, sondern hast sogar ein großes Herz. Ach nein, so toll bin ich gar nicht. Weißt du, wenn du kein Zuhause hast, kannst du auch gern bei uns bleiben, Necke. Was meinst du? Was? Du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt, um uns zu beschützen. Du bist jetzt einer von uns. Ich bin einer von euch, aber ich sehe euch gar nicht ähnlich. Ich will allen nur Ärger machen. Wir können dich nicht im Stich lassen. Lass dir helfen. Es wäre für uns das Richtige, das zu tun. Wir wollen dir wirklich gerne helfen. Ja, Necke, du sollst bei uns einziehen. Hehe. Ich war schon etwas einsam, also könnte ich schon bei euch wohnen. Danke. Hurra, hurra, Necke wird bei uns wohnen. Ha, ist das nicht toll, Ramu? Schön für dich, Necke. Ja, dann damit wohl die erste Menschen Namekianer Beziehung gebaut. Wahrscheinlich, ne? Wir sind dir auch dankbar. Auch ich habe gar nicht viel getan. Ich bin froh, dass es allen gut geht. Schuldig dir auch was, Son Gohan. Ach nein, tust du nicht. Du hast alles richtig gemacht. Tu mir einen Gefallen und genieß deine Zeit hier. Okay, du bist ein echt guter Freund, Son Gohan. Alles klar. Schon wieder eine Mission erledigt. Wir hatten jetzt ein Level abbekommen. Wir sind alle noch im gleichen Level. Gut, langsam wird die Anzahl an Quests weniger, finde ich gut. Das heißt, wir sind fast fertig mit dem Projekt, so wie das auch schon, ne? Außer es kommt noch wieder so ein Haufen Quests danach. Okay, fürs Erste aber Schnitt. So, und weiter geht's. Das war jetzt ein bisschen gruselig. So ein Tigermann ist gerade an mir vorbeigelaufen. Direkt von der Kamera, war so, das war gruselig. Ja, neue Mission mit der alten Schachtel, ja. Zeig mal. Hey, was soll denn, Baba? Also willst du diesmal, Son Goku? Ich will noch mal gegen einen Profikämpfer aus dem Jenseits kämpfen. Immer so ein Wunsch aus heiterem Himmel, was? Na klar, ich werde nie gestillt. Weißt du, es gibt nicht mehr viele Leute, mit denen du kämpfen kannst. Vielleicht sollst du langsam mal Schluss machen. Anscheinend nicht, weil es gibt auch reines Paar. Es gibt immer noch was. Ja, ne? Ich will unbedingt gegen jemanden starken aus dem Jenseits kämpfen. Es gibt nicht mehr viele Leute, mit denen du kämpfen kannst. Vielleicht sollst du mal langsam schützen. Ich habe das so gerade gesagt. Was? Auf keinen Fall. Ja, schön. Hast du jemanden bestimmt im Auge? Hm, lass mich mal überlegen. Ja. Wie war's mit Bu? Bu? Ja, der kleine Superstarke. Ich habe einmal da um die Wiedergeburt von Bu gebeten, aber da bisher noch nichts passiert ist, dachte ich, ich könnte ja noch mal gegen den kleinen Bu kämpfen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was du da in deinem Kopf vorgeht. Na schön, ich werde mit Enma Dayo reden. Danke. Er hat ja nur das Universum von der Weile erledigt, ne? Also. Hallo, was sagen Baba? Was gibt's Neues? Tja, leider. Was? Er gestattet es. Was zur? Verwirr mich doch nicht so. Versetz dich bitte mal in meine Lage, ja? Komm schon, alles wird gut. Wo finde ich Bu? Also hier kannst du auf jeden Fall nicht gegen ihn kämpfen. Daher wirst du erstaunlicherweise im Land des Kaios gegen ihn kämpfen. Es ist bereits alles arrangiert. Du sollst dich also auf den Weg machen. Ah, verstanden. Nochmal vielen Dank, Wasaremba. Aber okay, ich bin dann mal weg. Genau, beleb einfach das Viech wieder, wird. Was einmal das gesamte Universum beinahe erledigt hat, ne? Weil warum denn nicht? Ja gut. Hat er auch wieder seine ganzen Boss-Moves oder so drauf? Der wird ja wohl nicht mehr so stark gewesen sein, ne? Wie? Der wird ja wohl nicht mehr so stark sein wie damals, ne? Also auf meinem Level. Na komm. Hi Bo, wie geht's? Ja, von dem fehlt mir auch noch die Dinge, das merke ich gerade. Ohoho. Lange nicht gesehen, Bo. Du bist offensichtlich bereit dafür. Ich bin's nämlich. Okay. Oh Gott. Ja, übrigens den Trainingsraum von C21 mal hochgelevelt wieder auf Maximum. Ich brauche weiß und schwarz mit Metroid, die ich einfach im Laden kaufen kann. Das sollte nicht. Wenn mich irgendwie verwirrt. Wie so einfach nur besorgen kann. Oh Gott. Ey, nein, nicht anfassen. Ah. So. Oh, da wollte ich gar nicht.
Oder eigentlich doch, das macht voll Schaden. Ja, auch schon ein paar neue Angriffe. Limit Breaker kam ja, aber ja. Ja, wenn ich mal damit treffen will, ne? Du! Ja, ich dachte irgendwie, wenn ich C21 Trainingsraum voll hoch level, dass ich von der irgendwie den die Medaille bekomme. Aber anscheinend nicht. Weil die fehlt mir auch noch. Ich nehme mal an, weil man kann ja auch gucken, irgendwie welche Medaillen man miteinander so kombinieren kann in so ein Brett, ne? Welche man nebeneinander packen kann, um einen Bonus zu bekommen. Und einige deuten irgendwie so darauf hin, dass C21 auch eine dieser Medaillen ist. Also die fehlt mir noch. Die 17 haben wir erledigt. Und dann fehlen mir noch zwei. Ich nehme jetzt mal ein Kid Buu, ne? Kriegen wir vielleicht noch. Und dann fehlt mir immer noch eine. Arale nehme ich jetzt mal an. Weil von der gibt es auch noch eine Mission. Und dann müssten wir eigentlich alle zusammen haben. Noch mal, ja. Ultimative Genki Dama. Na, kommt ja bekannt vor, Bu. Oh Gott, da war eine Menge Erfahrungspunkte. Stufe 90. Schwank ist Level 51. Gut. Puh, nichts ist besser als gegen dich anzutreten, Bu. Ich kann es kaum erwarten, nach deiner Wiedergeburt gegen dich zu kämpfen. Hey, klingt, als hättest du auch Spaß. Okay, bis später. Hi. Einfach so, genau. Ich bezweifle, dass eine Konversation zwischen den beiden so ausgefallen wäre. Mann, hoffentlich wird Bu bald wieder geboren. So wird groß und stark. Oh, ich krieg gar keine von dem. Oh. So. Fehlen noch drei. Okay, von Kid Buu kriege ich keine Medaille. Schade. So, dann jetzt kann ich die Mission machen. Alles klar. So, dann machen wir im nächsten Part. Sie sind alle im westlichen Bereich. Alles klar, gut. Dann, na, bis gleich. Ich habe die Serie so ein bisschen. So, da hat sich jemand verlaufen. Na, ich bin noch mal kurz aus, ne? Hallöchen, na? Tension an. Ja, wie geht's denn so? Son Goku direkt, oh, wer bist du denn? Sie erkennt er sofort wieder, ne? Hey, du bist es. Hm, wer bist du denn? Kennst du mich? Ja, ja, ich kenne dich. Ich habe dich getroffen, als ich noch ein Kind war. Du hast mir wirklich geholfen, als die Red Ribbon Armee meinen Dragon Balls stehen wollte. Ach ja, echt? Mann, das ist so lange her. Damals hatte ich es echt eile und ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Son Goku, schön, dich kennenzulernen. Ich bin Arale und das ist Gatchan. Super starker Cyborg, Arale-chan und unersättliche Engel, Gatchan. Also, was machst du denn so weit hier draußen? Wir sind zu weit gewandert. Fährt ihr wieder nach Hause, um euch zu verlaufen? In welcher Richtung liegt Pinguinhausen? Moment, Meisters, ihr habt euch schon verlaufen? Hm, ich habe mich verlaufen. Weißt du, wo Pinguinhausen liegt? Keine Ahnung. Warum nicht? Jetzt geht's los. Ja, du hast ein Mondgesicht. Ah, ich denke, ich könnte euch dorthin bringen. Hurra! Also, was machst du? So gespannt, so gespannt. Ah, Moment, ich weiß nicht mehr, wo euer Dorf liegt. Oh nein, oh nein. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Ich frage Wasserin Baba. Wahrlaberin Baba, ist sie stark? Auf gewisse Weise schon. Sie ist eine verrückte, kluge alte Dame, die uns ganz bestimmt sagen kann, wo ihr Dorf liegt. Oder dann besuchen wir Wahrlaberin Baba. Einen Moment, vielleicht kann ich rausfinden, wo sie steckt. Gefunden. Hör uns zu Ende teleportieren. Also halte dich fest. Okidoki.
sie nicht auch noch hier? Nee, nee, Quatsch, wir sind gar nicht hier. Die war im Weltturniergebiet. Wahrscheinlich sind wir jetzt vollkommen woanders, ne? Pass auf. Vom blauen Key umgegen der Gegner haben eine niedrigere Stufe als du. Das wusste ich nicht. Danke. Dass du mir das jetzt sagst, so gegen Ende des Spiels, wo jetzt nicht mehr so viel zu erledigen gibt, ne? Oh, leg was im Wasser. Da ist ein Dragon Ball im Wasser. Bist du Walabrin, Baba? Du hast ein lustiges Gesicht. Was hat das zu bedeuten, Son Goku? Wer sind diese unfältigen kleinen Plagegeister? Oh, das kleine Mädchen heißt Arale. Sie ist schon, sie hat sich verlaufen und muss wieder zurück nach Hause finden. Kannst du uns sagen, wo das ist? Ja, es nennt sich Pinguin außen. Pa, was denkst du, was das hier ist? Ein Kindergarten? Ach komm schon, Wasserin, Baba, nimm dir ein Herz. Hm, wenn ihr meine Hilfe wollt, kostet euch das was. Oh, ich habe kein Geld, aber ich besorge dir ein paar Edelsteine. Das würde gehen, oder? Hm, mal sehen, dann hol die Edelsteine. Ja, ich mache mich mal auf der Suche. Reiner grüner Kristall. Ich hoffe, ich habe die Sachen alle schon. Ja, sonst wird das richtig nervig. Alles klar, gut. Wieso? War schon erledigt. Ich habe die Sachen, die du brauchst, Wasserin, Baba. Oh, das sind auf jeden Fall ziemlich schöne Edelsteine. Willst du uns helfen, Pinguin außen zu finden? Nun gut, ich helfe euch. So gespannt, so gespannt. Pinguin, Pinguin, Pinguin hausen. So cool. Und hast du es gefunden? Super, alles klar. Jetzt müssen wir schlagklar sein. Hm, wenn das alles war, dann geht los. Na los, geht. Klar, danke, Wasserin Baba. Okay, Arale, seid ihr bereit, zurück nach Pinguin außen zu gehen? Na, war schon. Ey. Ich würde ein bisschen mehr erwartet für dieses Cameo. Und ja. Für die, die es nicht wissen, Arale ist von eine andere Serie von Akira Toriyama, der Erfinder von Dragon Ball. Und ja. Ja, ist Dr. Slump und ich glaube, ist die Serie, ich glaube, die Serie ist älter als Dragon Ball, oder? Weiß ich gar nicht. Irgendwo zwischendurch hat er gemacht, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und die haben mal irgendwie den Charakter hier reingepackt dafür, ne? Weil halt Akira Toriyama, ne? Das ist eine merkwürdige Serie. Die ist ein Roboter, die können irgendwie mit einem Schlag irgendwie die Erde spalten. Die ist, glaube ich, stärker als Virus. Keine Ahnung, die kam in Dragon Ball Super auch mal vor. Also ja, mir ist die Serie ein bisschen zu merkwürdig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, das kleine Mädchen zurück nach Pinguinhausen zu bringen. Entschuldigung. Oh, hey. Dr. Schlafmütze, Senbei. Wir haben die... Und Tension haben wir total schon wieder. Die haben den nicht auf... übersetzt, wie der heißt, Dr. Slump. Und da hieß er so in Deutschen, ich weiß ja gar nicht. Ich habe ein paar Folgen damals gesehen und ich weiß, dass in Dragon Ball einmal kurz Son Goku in Pinguinhausen war und ich weiß auch, in einer Dr. Slump Folge hat man gesehen, wie Son Goku da aufgetaucht ist. Also das war ein interessantes Cameo. Du hast nicht zufällig ein paar lebhafte kleine Kinder hier gesehen, oder? Lebhafte Kinder? Moment mal, meinst du Arale und die anderen? Ja, sind sie hier? Nein, sind sie weiter in Pinguinhausen. Was? Boah, was war das Geschrei? Ist alles in Ordnung? Tut mir leid, ich bin nur ein bisschen durcheinander. Ich bin aufgebrochen, um Arale zu suchen, aber dann hatte mein Flugzeug eine Fehlfunktion. Außerdem war ich so damit beschäftigt, sie zu finden, dass ich nicht mehr wusste, wo ich bin. Jetzt habe ich mich verlaufen. Moment mal, wenn du nach Arale suchst, heißt das, du bist aus Pinguinhausen? Du kennst Pinguinhausen? Ja, ich bin gerade von dort zurückgekommen. Hä, du bist gerade von dort zurückgekommen? Also, da ich jetzt weiß, wie man nach Pinguinhausen kommt, soll ich dich hinbringen? Ja, bitte, vielen, vielen Dank. Mann, du musst ja richtig in Schwierigkeiten gesteckt haben, wenn du so reagierst. Aber wie sollen wir dorthin kommen? Du scheinst kein Flugzeug oder ein anderes Transportmittel zu haben. Ich benutze einfach Teleportation, oder zumindest würde ich das, wenn ich Arales Key spüren könnte. Na gut, dann muss ich dich wohl einfach dorthin fliegen. Hä, fliegen? Du kannst fliegen? Ja, aber wenn du runterfällst, stirbst du wahrscheinlich, also halt dich gut fest. Moment mal, sterben? Okay, los geht's. Das hat sich ein bisschen schnell. Ich fall noch runter. Nehmen wir noch mal einen Gang zu.
Senbei Norimaka kommt endlich wieder nach Pinguinhausen, aber diese Tortur scheint ihn echt geschafft zu haben. Na, von denen haben wir auch noch. Okay, dann sind dann, glaube ich, alle, ne? Okay, ich glaube, damit haben wir alle Seelenabzeichen, ne? Okay, dann gibt es die 21 nicht als Dingens oder Kid Buu. Gut, dann haben wir alle Abzeichen, die werden wir jetzt noch verteilen. Was ist ihr höchster Wert? Keine Ahnung, Z-Krieger, ehrlich. Z-Krieger, Training, Mechanik. Ich brauche nichts davon, ehrlich gesagt. Boot aus Pinguin aus, halb Maschine, vollkommen V. Deswegen habe ich gedacht, das wäre C21. Was bist du? Abenteuer. Abenteuer brauche ich noch eine Menge. So, ja. Boom. Kriege ich leider nicht auf Maximum, hat mich ein bisschen ankotzt. Aber Erholungsgegenstände plus 100% brauche ich nicht wirklich. Also, ja, du wahrscheinlich Entwicklung. Ne? Ja, Entwicklung brauche ich eigentlich auch nicht. Kochen. Boom. Kochen kannst du machen. Habe ich noch. Fehlt mir auch voll viel noch. Also ich kriege ja voll viele Sachen nicht auf Maximum, also das stört mich ein bisschen. Keine Ahnung, wo ich Aralee reinpacke, aber ich werde schon überhaupt finden. Egal. Gut, dann haben wir schon mal alle Seelenabzeichen. Das ist auch was, ne? Und questmäßig fehlt uns auch nur noch zwei Sachen. Kriegen wir auch noch in dem Part hier, glaube ich, geregelt. Wird der Part ein ganz klein bisschen länger, aber dann haben wir sie wenigstens alle. Und ja. Oh ja, dann mach ich mal einen Schnitt. So, weiter geht's mit dieser Quest hier, die nur Level 50 Anforderungen hat und so. Ja, ignoriert die ganzen Symbole unter den Gesichtern von den Charakteren. Die sind alle entstanden, weil ich ein bisschen am Kochen war. Ich habe mein Kochen Community Board auf Dinge gebracht, auf Maximum 10. Damit die Effekte größer sind und besser und länger anhalten und so. Und ja, diese ganzen Essenseffekte sind permanent, habe ich festgestellt. Und ja, ich muss noch nicht mal bestimmte Charaktere im Team haben, damit das aktiv bleibt. Und ja, das ist ein bisschen krass. Und ja, habe ich natürlich so lange ausgenutzt, wie ich noch Klamotten zum Kochen hatte. Und ja, sind ein bisschen stärker dadurch geworden. Und jetzt machen wir uns auf zu dieser Quest hier. Bin raus, was Bulma bedrückt. Dann aber auch für Trunks die Mission erledigt. Ich würde ja wirklich gerne gehen, aber ich kann nicht. Was ist los? Oh, Trunks. Einige Leute treffen sich im Kamio aus, aber mir ist etwas dazwischen gekommen und ich schaffe es nicht. Ich verstehe, deswegen bist du also bedrückt, was? Es wäre toll gewesen, alles zu treffen und die Geschichten auszutauschen. Ja, klingt nach Spaß. Klingt wie totale Zeitverschwendung. Vater, wenn du Zeit hast, über die Vergangenheit zu reden, hast du auch Zeit zu trainieren. Wer Bulma? Typisch Vegeta, kein Sinn für Nostalgie. Hey, du meinst doch, du hättest Interesse, dann sollst du zum Kami ausgehen. Ich? Ja, warum denn nicht? Boom. Die Sünden des Vaters. Okay. Oh, er fährt jetzt, was Vegeta alles angestellt hat. Weißt du, es wäre nett, mit allen reden zu können. Ich glaube, ich gehe hin. Das soll ich doch gern. Viel Spaß. Danke. Vielleicht können mir die anderen mehr über meinen Vater aus dieser Zeit erzählen. Trunks macht sich auf den Weg zum Kami aus. Alles klar. Nicht gut, einfach schon direkt dahin teleportiert werden. Geschenke sind limitiert. Nur mit besonderen Mitteln erhältliche Schlüsselgegenstände. Setzt sie mit Bedacht ein. Irgendwie nicht. Ich hole mir die Dragon Balls und wünsche mir irgendwie göttlicher lesendes Wasser und so. Tut alle Werte so um 4 erhöhen, tut die Freundschaft so um 20 erhöhen. Ich krieg 5 Stück davon. Das ist voll überpowered. Also viel brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Hey Leute. Oh, das ist Trunks. Wo ist Bulma? Ich bin stattdessen gekommen, weil sie meinte, es gäbe etwas zu tun. Keine Sorge, Trunks. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Perfekt. Ohne Frauen können wir einen richtigen Herrenabend machen und über Männersachen reden. Ja, Männers. So wie Strecken oder... Hahaha. Was? Ich am Show, du warst in Gegenwart von Frauen wirklich mal schüchtern? Wow, 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 die Geschichte ist tabu, Leute. Es ist eine Menge Blut, Schweiß und Tränen gekostet, darüber hinwegzukommen. Mittlerweile bin ich ein vollkommen anderer. Ganz genau, Yamshu ist der Beste. Aber du hast dich mit Bulma nicht sofort verstanden, nachdem ihr euch kennengelernt habt. Nicht super, sofort super verstanden, nachdem ihr euch kennengelernt habt. Nun, ich war ja auch super entschlossen, also...
So habe ich Mutenrotti die Stein gefunden und ihn zurückgebracht. Damals warst du ziemlich gemein, Krillin. Du hast mich richtig reingelegt. Hey, ich war nicht gemein. Ich war einfach ein bisschen, nennen wir es, opportunistischer. Ach ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du sowas machen würdest, Krillin. Ja, Krillin war ein ganz schöner Arsch als Kind irgendwie. Und so schwelgt die Gruppe noch die ganze Nacht in Erinnerung. Am nächsten Morgen, gerade als alle drauf und dran sind, getrennt Wege sehen, fragt Trunks nach Vegeta. Tut einen Tag später erst danach. Was, mein Vater hat sowas Furchtbares gemacht? Ja, das war ein echter Fiesling. Er hat uns hier auf der Erde und Aufnahme ganz schön zugesetzt. Ja, und mich hat er sogar getötet. Mein Vater hat dich getötet? Also eigentlich wurde Yancho von diesen Pflanzenmännern getötet, die Vegeta und seinem Partner mitgemacht hatten. Naja, nun, so sieht's aus. Ich fasse es nicht. Entspann dich, Trunks, das ist lange her. Ganz genau, ich hege nicht unbedingt einen Groll gegen deinen alten Herren. Vegeta würde jetzt im Traum nicht mehr darauf kommen, die Erde zu zerstören. Du musst dir keine Sorgen machen, Trunks. Das sagst du so leicht. Es ist viel passiert, aber wir sind alle ziemlich froh, dass Vegeta bei uns ist. Ernsthaft? Ja, und der Vegeta wäre ich nicht so annähernd so stark wie jetzt. Das freut mich zu hören. Danke für all die Geschichten, Leute. Ich sollte jetzt besser wieder zurück. Geht klar, bis dann. Ja, Vegeta würde nie wieder so was machen, ne? Außer wie in der Buu-Saga, wo der wieder voll böse geworden ist und so, ne? Ja, keine Ahnung. Vegeta ist ja der Charakter mit dem besten Character Development in der Serie. Irgendwie schon, ne? Oh, hi. Ich bin wieder da, Mama. Oh, ihr habt immer eine Menge geredet. Was? Kinderzeit, hättest du Spaß gehabt? Ja, ich habe viel von den anderen gelernt. Ich habe sogar etwas über Papa erfahren. Wo man denkt so, oh Gott. Hattest du damals nicht Angst vor Papa? Nein, überhaupt nicht. Wirklich? Wow, ich kann auch nichts erschrecken, oder? Naja, dein Vater ist nicht so kühl, wie er immer wirkt. Du bedeutest ihm viel. Findest du wirklich? Trunks? Vater? Mach dich breit, ich werde dich trainieren. Was? Ich wusste, dass das noch kommt. Weil ich, bevor ich es mir anders überlege. Okay. Warum läuft Vegeta eigentlich noch mit seiner Cyborg-Saga-Klamotte herum? Alle laufen in ihre Buu-Saga-Klamotten rum. Und Vegeta läuft als einziger noch mit seiner Rüstung rum. Vegeta und Trunks bringen den Trainingsraum und legen los. Sie starren einander an. Macht dich bereit. Macht euch bereit. Was? Danke. Ich bin jetzt ein bisschen übermächtig. Also, ja. Danke, sind ein bisschen stärker. Ey. Kämpft hier wirklich voll einfach so im Vergleich zu den ganzen. Ich habe in den Trainingsräumen hier einige Kämpfe gemacht und die sind absolut unfair irgendwie gestaltet. Du musst gegen drei Gegner kämpfen, die hauen einen Spezialangriff nach dem anderen an. Du kannst wirklich gar nichts machen. Ey. Du kannst dich nicht aufladen, du kannst dich nicht verwandeln, gar nichts. Ey. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich das geschafft habe. Ja. Das reicht erstmal. Danke, Vater. Das werden wir wiederholen. Was? Solange du hier bist, werden wir so weiter trainieren. Du musst stärker werden, wenn du vorhast, die Welt in Zukunft zu beschützen. Vater, du musst diejenige lernen, besser zu werden, auch wenn sie noch so gering ist. Danke. Wollen ja nicht, dass irgendwie ein verrückter Halbgott irgendwie auftaucht und die Zukunft ruiniert, ne? Ich werde mein Bestes geben, damit du stolz auf mich sein kannst, Vater. Du bist so schlecht darin, deine Gefühle auszudrücken. Okay. Damit dürfte jetzt nur noch eine Quest übrig sein. Eine einzige. Was, das kommt jetzt wieder noch eine neue oder so? Ne, aber glaube ich nicht. Na, boom, nur noch eine Quest. Und da müssen wir Son Goku spielen. Alles klar. Gut, dann machen wir die auch noch und tun hier noch anhängen, ne? So, die letzte Quest, die machen wir jetzt auch noch. Bulma, irgendwann mit dem Turnier, glaube ich, ne? Son Goku will ein Turnier richten. Oh, Son Goku.
Also, Boma, ich muss dich mal was fragen. Oh, du kommst gleich zur Sache. Was willst du diesmal? Ich habe gefragt, ob du eine Art Turnier arbeiten könntest. Du weißt schon, sowas wie das Kampfsportbildturnier. So, wie bitte? Ich soll das machen? Warum? Tja, ich habe vorhin mit Son Goku und Trunks gekämpft und ich muss schon sagen, die waren ziemlich stark. Also habe ich mir gedacht, dass es doch Spaß machen würde, wenn wir ein Turnier hätten, bei dem Vegeta, die anderen und ich richtig aufdrehen können. Ich lasse jetzt mal aus Acht, dass du dich wahrscheinlich mehr darauf freust als die Kinder. Aber warum soll ich dir dabei helfen? Naja, du bist doch stinkreich, oder? Ich dachte mir, dass das ganze Geld irgendwie nützlich sein könnte. Warum erstaunst du mich das jetzt nicht, ey? Also kannst du uns helfen, Bulma? Ja, warum eigentlich nicht? Ihr kriegt ja allein überhaupt nichts auf die Reihe. Ehrlich? Ja, aber unter der Bedingung, du trägst deinen Titel, dein Teil dazu bei, indem du mir bei den Vorbereitungen hilfst, verstanden? Okay. Zeit für ein Turnier. Alles klar, was genau soll ich tun? Also zuerst brauchen wir einen Ort, an dem ihr kämpfen könnt. Tu mir noch einen Gefallen und finde heraus, ob wir nicht einfach die Kampfsportweltturnierräder mieten können, okay? Wenn das klappt, dann schauen wir uns eine Menge Arbeit. Guter Punkt, schau mir das an. Aber ich werde nicht dahin teleportiert. Egal. Das ist ein Dragon Ball irgendwo. Nicht, dass ich den brauche, aber es ist gut, dass er da ist, ne? Ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Ende. Mir fehlen ehrlich gesagt nur zwei Trophäen für dieses Spiel, also weiß ich nicht. Ob die in Verbindung jetzt irgendwie mit. Das sind beides versteckte Trophäen, das heißt, ich kann nicht sehen. Also ich kann nicht sehen, wie man die freischaltet, was ich dafür machen muss und so. Aber wenn das irgendwie damit zusammenhängt, alle Quests zu erledigen. Ich habe so das Gefühl, ich weiß, was eine Trophäe ist. Und zwar irgendwie. Das was mit dem Berserkern Gegner, was ich da schon letztes Mal erwähnt habe, irgendwie zusammenhängt, wenn ich die alle erledigt habe. Wahrscheinlich ist eine für alle Quests erledigen oder so. So, Son Goku, bist du das, Son Goku? Hey, lange nicht gesehen, wie läuft's bei dir? Oh, der Ansage ist ein netter Typ. Ich wette, er lässt uns die Arena mieten. Ich muss dringend mit dir über etwas reden. Aha, und das wäre? Ich und ein paar Freunde von mir möchten unser eigenes Turnier veranstalten. Und so haben wir uns gefragt, wie wir dafür die Arena benutzen können. Wow, das klingt super. Leider können wir das nicht zulassen. Ernsthaft? Wir sind für... sie für ein anderes Turnier oder so benutzt? Nein, es ist nur, dass es sich dabei um eine durchaus ehrwürdige Arena handelt, die nur für das Kampfsportweltturnier gebaut wurde. Es ist ausdrücklich verboten, sie für ein anderes Turnier zu benutzen. Och Mann, das ist natürlich blöd. Was sollen wir jetzt tun? Mit der Arena kann ich euch zwar nicht helfen, aber wenn ihr nichts dagegen hält, könnt ihr packende Kommentare liefern. Kommentare? Klar, das wäre schon nicht schlecht. Danke, ich kann es gar nicht erwarten, zu sehen, wie er wieder kämpft. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich gehe mal zurück zu Bulma. Ja, da werden wir direkt hinterlupiert. Ist klar. Da wird ein langer Part, so über eine Stunde oder so, aber dann haben wir wenigstens alles erledigt, mein Gott. Gehen die Designi aus? Dann verkauf ein paar Sachen. Toll, toll, super toll. Verstehe, wir können die Arena also nicht nutzen. Aber es muss doch einen anderen Ort geben, an dem wir kämpfen können, oder? Hey, wie wär's mit der Cell Arena? Ich glaube, wir haben eine große Wahl. Wir müssen wohl das Gebiet nehmen, in dem wir bei den Zellspielen gekämpft haben. Ha, ich wusste es. Ich bin zu gut für dieses Spiel. Es ist geräumig und weit entfernt von Häusern oder Leuten. Ich finde heraus, ob meine Firma das Land dort kaufen kann. Bist du ja sicher? Es klingt ziemlich teuer. Deswegen machst du dir jetzt Gedanken. Du wolltest doch, dass ich mit meinem Geld in die Tat umsetze. Da du den Planeten schon so oft gerettet hast, sie jetzt einfach als meine Art, dir Danke zu sagen. Wow, du bist die beste Bulma. Ich rede aber nur von dem Land. Wenn du glaubst, ich bezahle auch noch für die Arena, die ihr sowieso nur in die Luft sprengt, hast du dich geschnitten. Keine Sorge, das ist vollkommen in Ordnung. Gut, das dürfte eine Weile dauern. Also geh nach Hause und warte, okay? Ich gebe dir Bescheid, wenn alle Vorbereitungen getroffen sind. Klingt gut, Mann. Ich kann es kaum erwarten. Son Goku geht nach Hause zurück. Und einige Zeit später ruft Bulma an, um ihm mitzuteilen, dass alles bereit ist. Ha. Mein Verlangen wird befriedigt, immer und immer weiter zu kämpfen. Son Goku, der hat einfach nicht genug. Okay. Da kommen wahrscheinlich eine Menge Kämpfe jetzt, ne?
Hey, es ist fast soweit. Na, hätte mich nicht direkt dahin bringen können. Boah. Leute. Stimmt, die ultimative Quest noch, ne? Wir müssen jetzt gegen jeden Charakter kämpfen, den es gibt. Gibt da sowieso nicht viele Optionen. Vegeta kommt wahrscheinlich, ne? Ich nehme an, Gotenks noch mal. Vielleicht Piccolo. Wer war es dann auch schon? Son Gohan. Aber den interessiert doch kämpfen nicht mehr. Wer wäre es dann eigentlich, ne? Wer will denn noch kommen? Ja, Krillin. Kann ich mir mein Auto da hinfahren? Das ist nicht mein Auto. Da. Hi Trunks. Ich war schon wieder voll falsch, sehe ich gerade. Ich habe extra diesen Führerschein gemacht, also werde ich da jetzt auch machen. Also werde ich halt auch hier benutzen, ein Auto. Mein Gott, da hinten die Dinger, die sehen doch voll lebensgefährlich aus. Sie können einen irgendwie schneiden oder so. Ja. Endlich jetzt ist es weit. Ich kann mich kaum noch im Zaun halten. Wo ist denn die Arena? Das Turnier rückt immer näher und Teilnehmer wie Zuschauer erscheinen in Massen. Nun sind alle da und das Turnier kann endlich beginnen. Ja. Das verspricht ein rekordverdächtiges Turnier zu werden. Also, wie sollen wir anfangen? Lass das einfach mir. Meine Damen und Herren, willkommen beim Capsule Corporation Turnier. Boah, Boomer hat sich da echt reingehängt. Bei diesem Turnier bilden die Kämpfer Tag Teams aus 2 Personen. Was? Es gibt gar keine 2 Kämpfe? Da Trunks und Goten kämpfen müssen, müssen wir Tag Teams bilden, damit es fair bleibt. Hast du ein Problem damit? Ich, wenn sich Boomer für was entscheidet, kann sie niemand mehr umstimmen. Nicht mal Vegeta. Okay, legen wir die Teams fest. Eigentlich ist das meine Aufgabe. Sie auch schon, wohin das wird. Endlich ist es soweit, meine Damen und Herren. Die Ziehung ist beendet und die Teams stehen fest. Stellen wir sie vor. Als erstes die Creme aller Creme der Schildkrötenschule. Son Goku und Krillin. Team ist durch, Krillin. Ja, gewinnen wir das Ding. Danach erleben wir die Zwillingsschrecken höchstpersönlich. Lasst euch nicht vor ihrer Größe täuschen. Son Goku und Trunks, ja, die haben natürlich... Das ist doch überhaupt kein Zufall gewesen. Die haben es schon sich festgelegt am Anfang. Oh ja, wir ziehen direkt bis an die Spitze. Unser nächstes Team ist ein ungleiches Duo, das jedoch eine einzige Verbindung besitzt. Son Gohan und Piccolo. Jetzt bin ich doch etwas nervös. Wenn du das Ding ja gewinnen willst, Son Gohan, musst du entspannt sein. Ich glaube, da ist das stärkste Team im Moment. Okay. Und last but not least, die beiden Kämpfer. Vegeta und Yamshu. Wieso bist du überhaupt hier? Ich habe mir nicht mir das schon viel zu lange als Außenstehender angesehen. Ich sollte ja den, ihr solltet ja nicht den großen Yamshu vergessen. Verdammt, was habe ich getan, dass ich dich als Teamkollegen bekomme? Oh, Vegeta und Yamshu sind im selben Team. Wo ist der Yamshu? Die anderen Zusammenstellungen geben wenigstens einen Sinn. Das dürfte interessant werden. Irgendwie Son Gohan und Piccolo sind irgendwie die Stärksten, habe ich so ein Gefühl. Fangen wir direkt mit unserem ersten Kampf an. Son Goku und Krillin gegen Son Goten und Trunks. Treten also direkt gegen euch an. Ich schätze mal nicht, dass ihr euch zurückhalten wollt, was? Na los, wir fusionieren sofort am Anfang. Okay. Sollten wir sie aufhalten? Nein, okay. Fertig, los. Los, Krillin. Die schnappen wir uns. Übrigens, das kann ich auch. Boom. Das habt ihr ja von mir abgeguckt, Mann. Wie könnt ihr sein Quang? Das habt ihr von mir abgeguckt, was ich von Raditz abgeguckt habe. Das ist eine Frisur, Mann. Noch Mann. Okay, getroffen. So, die sind 10 Level unter mir, merke ich gerade, 15 sogar. Ja, dürfte. So. Und du bist weg. Ja. Ich glaube, das wird nicht mehr so schwierig hier. Mein Gott, der hat viel Erfahrungspunkte. 2 Level dazu bekommen, glaube ich.
Ach komm schon. Wir haben verloren. Wir haben es geschafft, Krillin. Ja. Son Goku und Krillin haben Son Goku und Trunks mühelos dominiert. In den beiden anderen Teams scheint klar zu sein, dass Son Goku und Piccolo gewinnen werden. Doch nach einer überraschenden Wendung holen sich Vegeta und Yamcha den Sieg. Wie das? Was ist nicht? Sie haben Son Goku und Piccolo wirklich besiegt. Saubere Arbeit, Yamcha. Son Goku und Technik war ziemlich dahin geschlappt. Irgendwas stimmt nicht. Es ist soweit, Turnierfans. Der letzte Kampf der Caps Corporation steht bevor. Son Goku und Krillin gegen Vegeta und Yamcha. Er steckt der richtigen Schwierigkeiten. Ich bin heute in Höchstform. Ha, schön zu sehen, dass du nicht dass du schon richtig heiß bist, Yamcha. Also, wie habt ihr es geschafft, Son Gohan und Piccolo zu besiegen? Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber es sah aus, als hätten Son Gohan plötzlich angefangen, wie ein Amateur zu kämpfen. Frag mich nicht, dieser Schwachkopf von Son Gohan haben aufgehört zu kämpfen, während ich noch mit den Namekianer beschäftigt war. Ja, ich habe Son Gohan nur gesagt, dass ich ihm Tipps geben würde, wie er mit den Frauen klarkommt. Danach war er nicht mehr bei der Sache. In mir steckt wohl doch ein Meistertaktiker. Wir haben Schuh. Ich kann nicht sagen, ob dieser Versager schon nicht zuverlässig oder vorhersehbar feige ist. Was soll's, legen wir im nächsten Kampf los. Okay, ich glaube, ich habe eine Chance in Krillin. Also sollte ich mich auf den Kampf mit ihm konzentrieren. Achte nicht auf diese Witzfigur und Kakao. Dieser Kampf läuft zwischen dir und mir. Ganz genau, Vegeta, ich bin bereit. Uns trennen Welten. Super Saiyajin, okay. Das kann ich auch. Ja, Yamcha, du sollst mir eigentlich gar keinen Schaden machen müssen. Da. Leg dich mal ab, Vegeta. Hier, ein Drachen in die Fresse. Oh, das war ich gar nicht. Ich war eigentlich meine super schnelle Kiewellen gemacht. Hey, das ist mein Move. Und tschüss. Verliegen geh weg da. Blend sie. Der bleibt noch betäubt, auch wenn ich den losgehe. Alles klar. Ah. Ach, mehr habe ich verschwanden. Ich bin am Schuh gleich machen werden. Warum verschwindet er mich halt gedrückt? Ey. Verstehe nicht, warum das die ganze Zeit immer so auf und zu klappt. Komm her, Yamcha. Yamcha, bitte. Warte. Oh, gut gemacht, Krillin. Ah. Ja, schießt du da einen Ball auf mich? Ich schieß meine 1000 Bälle auf dich. Den Move finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil von Yamcha, als er zum ersten Mal in Dragon Ball eingesetzt wurde. Ein Geisterball. Ich glaube, im Deutschen ist er einfach nur Kugelblitz. Und so ein lahmen Namen irgendwie. Sieht Yamcha aus wie ein Pikachu oder was? Ich bin benommen. So, komm her. Creme der Lackee in der Schildkrötenschule. Nimm das Yamcha. Mein Gott. Son Goku hat Level 100 erreicht. Cool. Was zur Hölle? Sagt euch der Ausdruck, Leute, schon was? Yamcha, bei dem Turnier dreht sich alles darum, richtig Gas zu geben. Das zählt nicht. Ich weigere mich, das anzuerkennen. Verstehe es nicht falsch, Kakarot. Du hast nur gewonnen, weil ich diesen Esel in meinem Team hatte. Bei einem Zweikampf würde ich dich vernichten. Ich weiß, Vegeta.
War Sonko, bei dir klingt das, als würdest du denken, die am Schuh sei auch ein Schwächling. Meine Güte, Vegeta, du musst nicht gleich so wütend werden. Am Schuh kann ich dafür, dass er schwach ist. Hey, ja, okay, das reicht, Leute. Hm? Wie meinst du das? Am Schuh, was machst du da? Vergiss mich. Ist irgendwie schwer zu erklären. Was für ein Abschluss. Die Champions Caps Corporation Turnier sind kein geringer als Sengoku und Krillin. Oh ja, wir haben gewonnen. Irgendwie tut mir am Schuh leid, aber trotzdem hat das Turnier doch Spaß gemacht, oder? Auf jeden Fall, das war der Hammer. Sengoku, Krillin, Glückwunsch. Okay. Ja, da kommt jetzt noch was. Kommt wahrscheinlich jetzt noch, pass auf. Dank für alles, Bulma. Du hast mir gesagt, das wäre für Son Goku und Trunks, aber wenn hat du bestimmt mehr Spaß als sie, was? Haha, wahrscheinlich. Wir hätten auch unseren Spaß. Ja, wir sollten das irgendwann noch mal machen. Wäre keine schlechte Idee, das gelegentlich zu wiederholen. Ist ein gutes Training. Genau, ich verbringe so viel Zeit mit Lernen, da könnte ich mehr körperliche Betätigung vertragen. Hey, da müssen wir bald wieder ein Turnier veranstalten und das nächste wird noch größer und besser. Okay. So geht das enorm erfolgreiche Capsule Corporation Turnier zum Abschluss und alle gehen nach Hause. Jedoch gibt es einen Krieger, der immer noch Schmerzen hat. Keine körperlichen, sondern emotionale. Lass mich in Ruhe, mir geht's gut. Wir haben schon. Mein Gott. Das war klasse, da liegt was. Oh, damit haben wir, oh, damit haben wir alle Quests abgeschlossen. Ja, gut, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch das mit dem Berserker-Gegnern. Da können wir auch noch machen im nächsten Part. Aber gut, ich würde aber sagen, ich bedanke mich als fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.